Eine Beilage, so Spinnennetz. Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Da geht's lang. Hier unten durch, da oben auf. Mach schnell. Ich will keine Energie verlieren. Wir können zwar Wasser saufen, aber ich möchte das nicht unbedingt. Wer möchte das schon? Wer möchte das überhaupt? Verstrahltes Wasser saufen. Hallo? Achso, ist der Fels gewesen. Eine schöne Höhle. Versunkene Kammer. Harry Furzer und die verlorene Kammer. Oder die versunkene, oder die stinkige, oder die feuchte. Machen wir so. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Obwohl. Das kann ich nicht operieren. Das kann ich nicht. Kann ich nicht. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Kann ich operieren. Nee, kann ich nicht. Schade eigentlich. Brahmin Hautoutfit. Die Pain Stachel brauche ich nicht. Kann ich nicht. Da kann ich operieren. Nüsse. Die Robe, pass mal auf. Haben wir eigentlich die. Ups. 1, 2, 3, 4, 5. Oasis. Das Einreibemittel auf Harolds Herz auftragen, um sein Wachstum zu beschleunigen, um es anzuhalten oder sein Herz vernichten. Die Möglichkeit haben wir. 3 Stück, um es genau zu sagen. So sieht das Outfit aus. Eigentlich braucht man die Waffe jetzt immer. Naja, fast. Gut, dann wollen wir mal hier Harolds Herz vernichten. Den Baumsaft anwenden, um Harolds Wachstum anzuhalten. Oder das von Laura. Laurels. Ich will ihn eigentlich nicht töten. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Ich will aber auch nicht sein Wachstum anhalten. Das wäre ganz schlecht. Es ist ein Dilemma. Was mache ich? Wenn ich ihn nicht töte... Ich nehme Laurels. Mit Laubmutter Laurel sprechen. Wir müssen jetzt den Ausgang hier nehmen. Ich habe ja eine große Speicherdatei angelegt. Wenn es irgendwas gibt, können wir von da aus wieder weitermachen. Oh, da haben wir noch eine Rakete und Laubgebläse und eine Lackierpistole. Brauche ich nicht. Ui! Da war doch gerade einer. Ach, da drüben läuft er. Ja, genau, du. Nein, das ist doch wohl jetzt. Also. Oh, 3 Schuss hält der aus. Ey, leck mich am. Wo ist denn der andere Code jetzt hingerannt? Och man, ey. Oh, wir haben die Hälfte Energie verloren.
Machen wir das hier. Blute, Ute. Putsch. Sind wir gelandet? Haben wir eine Milchflasche, liegt da rum. Wofür eigentlich? Wozu? Weshalb? Kack. Tu mir halt den Gefallen. Spring halt dann auf, oder? Sehr schöne Physik. Hier gibt es nichts, außer sehr leicht verschlossen. Fähigkeit. Schloss abbrechen. Moment. Probieren wir mal mit F. Was? Also gut, probieren wir es nicht mit F. Oh, Glück gehabt. 308er Magazin. Da liegt die Waffe dazu. Ein Messer, ein Stimpak, Mad X war das glaube ich, Red X. Gucken wir, was da noch unter dem Typen liegt. Normalerweise hebe ich ja keine Skelette rum, aber in dem Fall mache ich mal eine Ausnahme. Ein Augenblick. Sauerei auf dem Schreibtisch. Cool. Was? Oh, Munition. Buffout. Nuka-Cola 2 Stück. Stimpak und eine Nuka-Cola Quantum. Es gibt, glaube ich, 32 Nuka-Cola Quantum Flaschen auf der Map zu finden. Wenn ich das richtig habe. Okay, den brauchen wir nicht durchsuchen, denn... Oh, der erspachenswerte Licht. Da kann man ja übrigens... Oh, da kann man tauchen. Ja. Es bringt einen nun nicht viel. Da liegt eine Leiche. Ach, du mir halt bitte den Gefallen. Lauf halt rückwärts. Was will ich denn da hinten drin, du Sepp, du... Damischer. Und wir müssen... Da müssen wir... Da müssen wir lang. Oh, da liegen zwei. Wenn wir Schloss knacken, einen Schlüssel verwenden. Ich fühle eine Veränderung. Um was könnte es sich wohl handeln? Sie haben heute eine große Tat vollbracht, mein Freund. Die Gaben, mit denen uns der große Herrscher beschenkte, brauchen jetzt nur Jahrzehnte statt Jahrhunderte, um die Grenzen von Oasis zu durchbrechen. Das habe ich gern gemacht. Die Welt muss wissen, dass es Oasis gibt. Klar, schätze ich mal. Okay. Anscheinend haben Sie während Ihres kurzen Aufenthalts hier viel gelernt. Das kommt in diesen unruhigen Zeiten selten vor. Ich glaube, einige Baumhüter möchten vor ihrer Abreise mit Ihnen sprechen. Ich denke, das könnte lohnenswert für Sie sein. Viel Glück auf allen Ihren Reisen. Ich hoffe, die Zeit, die Sie hier verbracht haben, hat sowohl Ihr Herz als auch Ihre Augen geöffnet. Ja. Level erhöht. Medizin gehen wir mal auf 50 auf. Feilschen, reparieren haben wir noch. Gehen wir mal 5 auf. Feilschen tun wir auch mal 5 auf. Dann haben wir noch 2 Fertigkeiten. Dietrich könnte ich natürlich gebrauchen. Das ist natürlich jetzt... Gehen wir auf Sprache auf. Ist wurscht. Machen wir beim nächsten Mal Dietrich. Ist mir egal. Dietrich ist ja nicht so ganz wichtig. Wir brauchen zwar schon Dietrich, aber... Naja... das ist schön. Dieb, da kriege ich Schleichen und Dietrich natürlich.
Verständnis kriege ich einen weiteren Fertigkeitspunkt. Achso, bei jedem gelesenen Buch, genau. Windhund könnte ich wählen. Windhund, Sprache und Falschen um 5 Punkte erhöhen. Nehme ich Windhund. Schlafen könnte ich natürlich vorher noch, aber nee. Pass mal auf, steck mal weg das Ding. Ach nee, geht ja nicht. Sieht also so aus, als würden sie plötzlich nach deren Regeln spielen wollen. Wie das? Sie spielen eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Ohne sie wären sie verloren. Warum sollte ich auf jemanden hören, der noch verrückter ist, als die es sind? Das ist nicht mein Tötungsstil. Sie spielen eine wichtige Rolle. Sie brauchen mich also so dringend. So habe ich das noch nie betrachtet. Ziemlich egoistisch von mir. Okay. Sollen wir ihnen noch eine Chance geben, Herbert? Gut, gut, ich meine Bob. Ich finde es nach wie vor lustig, wenn ich ihn Herbert nenne. Ja, sehr schön. Wegen dieser Baumhüter. Fangen wir nicht mit denen an. Sonst kann ich nicht mehr aufhören zu reden. Das macht sogar den armen Bob verrückt. Haben Sie mir jemals haben Sie jemals einen von denen gebeten, sie umzubringen? Wie behandeln die Baumhüter normalerweise die anderen Leute von außerhalb? Welcher Baumhüter ist der sympathischste? Reden wir über etwas anderes? Haben Sie jemals einen von denen gebeten? Aber sie hörten mir einfach nie zu. Nur die einfachsten Anweisungen verstanden sie. In allem anderen suchte Birch eine Woche lang versteckte Botschaften. Außerdem platzte er bei jeder Gelegenheit hier herein und begann, diesen Unsinn zu singen. Manchmal saß ich einfach ruhig da, nur um ihn verrückt zu machen. Eine Weile lang war das recht lustig. Vielleicht ändert sich auch das jetzt, wo alles anders ist. Dank Ihrer Hilfe. Wie behandeln die Baumhüter normalerweise die anderen Leute? Sie behandeln sie auf ganz eigene Art und Weise. Sie zwingen sie, dieses schleimige Zeugs zu trinken, das Poplar herstellt. Manchmal drehen sie nur durch und rennen wie wild umher. Aber manchmal wachen sie auf. Sehen mich und laufen, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Die Außenstehenden sind wirklich fast so unterhaltsam wie die Baumhüter. Welcher Baumhüter ist sympathisch? Die Kleine ist die netteste von ihnen. You heißt sie. You. Sie schleicht sich rein und lässt mich einfach reden, worüber ich Lust habe. Weil sie mich glücklich macht, mag Bob sie auch. Okay. Reden wir was anderes. Okay. Ich muss jetzt los. Kommen Sie mal wieder zum Besuch vorbei. Obwohl, ich könnte die Frage eigentlich...